Motorsport pur, packende Zweikämpfe, das lockt die Zuschauer an die Rennstrecken. Vor allem in den USA ist die Begeisterung für den Motorsport richtig groß. Ob in modernen oder historischen Rennfahrzeugen wie beim Porsche Rennsport Reunion auf dem Laguna Seca Raceway in Kalifornien. Diese Porsche Rennsport Reunion Nummer 5 ist natürlich gewaltig. Ich war einmal hier vor 4 Jahren. Mich verbindet natürlich meine Zeit mit Porsche. Das ist ganz klar, das war ja immerhin 11 Jahre, dass ich mit denen gefahren bin. Bereits zum 5. Mal öffnet die Porsche Rennsport Reunion ihre Tore. Ein wahrer Publikumsmagnet ist dieses Event an der kalifornischen Westküste. Rennsport zum Anfassen. Über die Jahre ist das Rennsport-Festival gewachsen. Gigantisch ist es mittlerweile. Faszinierend die Aura, die Porsche auf das Publikum auswirkt. Die Porsche Rennsport Reunion ist ein Event der besonderen Art. Hautnah wird Motorsport geboten. Nahezu alle bisherigen Rennwagen der Zuffenhausener Sportwagenschmiede sind hier zu bestaunen. Doch das Highlight am ersten Tag, die Premiere des neuen 911er auf dem amerikanischen Kontinent. Ja, wir sind stolz auf das neue Auto auf jeden Fall, weil er beschreibt jetzt den Weg in die nächste Zukunft mit dem 11er und jeder, der ihn fahren wird, es konnten ja jetzt noch keine, die werden richtig überzeugt sein von dem Auto, weil er macht richtig Spaß. Die Turbomotoren haben nicht nur mehr Power, sie verbrauchen auch weniger. Bis zu 12% ist die Verbrauchsreduzierung. Und ich denke, das ist das richtige Zeichen heutzutage. Der neue 911er wird in den USA mit Sicherheit seine Anhänger finden. Die amerikanischen Kunden, die cruisen nicht nur auf dem Highway rum, sondern die gehen im Verhältnis öfters damit auf die Rennstrecke als wir. Also die sind richtig Motorsport infiziert. Natürlich wird der neue 911er auch auf den Rennstrecken in den USA zu sehen sein. Doch bislang sind es die Boliden der Vergangenheit, die im Blickpunkt der Fans stehen beim Porsche Rennsport Reunion Part 5.